Bobby, 5 cm, unverdächtig. Boah, geiler Wurf. Fisch! Jawohl. Heute mal ein kurzer Crashkurs zum Thema Köderfarben. Es gibt Naturfarben, Firetails und Schockfarben. Wann welches Dekor zum Einsatz kommt, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Naturfarben, Firetails, Schockfarben. Naturfarben, Firetails, Schockfarben. Klares Wasser, trübes Wasser. Unverdächtig natürlich bis auffällig schockig. Wenn wir eine Naturfarbe und eine Schockfarbe miteinander vergleichen, dann fällt unter Wasser auf, dass die Schockfarbe deutlich weiter sichtbar ist. Hier links im Bild haben wir Magic, die neue Sonderfarbe. Hier rechts im Bild haben wir Pinky. Man erkennt, dass die Schockfarbe Pinky schon aus großer Entfernung gut sichtbar ist. Ein Räuber kann so eine auffällige Beute auch aus einer großen Entfernung wunderbar anvisieren, verfolgen und fressen. Je trüber das Wasser ist, desto auffälliger darf unsere Farbe sein. Je klarer das Wasser ist, desto natürlicher wählen wir unsere Farbe. Das gleiche gilt übrigens auch für Hotspots, also Plätze, wo wir auf sehr engem Raum angeln. Da brauche ich diese Weitenwirksamkeit der Schockfarbe nicht. Da setze ich eher auf Naturfarben. Und der dritte Fall ist hoher Angeldruck. Also überall dort, wo viele auffällige Farben gefischt werden, setzen wir auf natürliche, unverdächtige Dekore, um scheue große Räuber zu überlisten. Schöner Barsch. Die dritte Gruppe sind Firetails. Das sind Köder mit einem auffälligen, meist UV-aktiven Schwanzteller. Sie imitieren Fische mit roten Flossen, wie zum Beispiel Plötzen oder Rotfedern, oder Barsche, wie der Charlie und der Firetiger. Ich persönlich verwende Firetails gern in Gewässern mit einer mittleren Trübung oder in klaren Gewässern, wenn ich dort auf einer größeren Wassertiefe angle. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Köder. Sunny und Whiskey, Captain und Pinky. Das sind die Grundfarben. Weiter geht's mit den Klassikern, Sheriff und Firetiger und unseren zwei Ködern zum Dorschangeln, Mörchen und Neo. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Sonderfarben für fortgeschrittene Angler. Heartbreaker, Ayu, Rocky und Mr. Black. In der Kategorie Firetails. Sunny Lemon, Whiskey Orange, Black Shadow und natürlich das Barschimitat Charlie. Und bei den Schockfarben Mr. White, Nemo, Green Lemon, Wasabi, Sputnik, Murph, Plankton und Mr. Krabs. Das ist unser Köderprogramm gewesen, muss ich sagen, denn diese Lücke und diese Lücke schließen die vier neuen Sonderfarben Magic, Bobby, Diesel. Und wir haben auch noch einen neuen Firetail für euch. Das ist der Bandit. Und so sehen die Packungen aus. Bandit, Bobby, Diesel, Magic. Wir wollen jetzt mal die neuen Lieblingsköder Sonderfarben testen. Das hier ist mein absoluter Favorite. Der 7er Magic. Ich finde, der sieht echt brutal gut aus. Max, beim ersten Wurf hast du gerade deine Route verheddert. Er hat einen 45 Wurfbarsch dran und verheddert seine Route. Oh. Alter, hängt nur im Maulwinkel. Guckt euch diesen Barsch an, Leute. Alter. Lieblingsköder Magic. Atombarsch. Letzte Woche Freitag war der große Sonderfarbenverkauf statt. Allerdings hieß es schon letzte Woche Montag, dass nicht alle Pakete in die Angelgeschäfte geschickt werden können. Apropos Pakete. Ich habe dort oben noch die ganzen Gewinnerpakete der letzten drei Vlogs stehen. Die Gewinner blende ich am Ende im Video ein. Und es gibt auch diesmal wieder etwas zu gewinnen. Es gibt drei Pakete, die sich zusammensetzen aus einer Packung Naturfarben, einer Packung Firetails und einer Packung Schockfarben. Schreibt mir euer perfektes Lieblingsköder-Dreierpack unten in die Kommentare. Eine Naturfarbe, ein Firetail, eine Schockfarbe. Viel Erfolg und jetzt kleiner Zeitsprung. Der Montag vor dem Verkaufsstart, Film ab. Wir gehen mal ganz kurz rüber zu Uli, verschaffen uns mal kurz einen Überblick über den Stand der Dinge. Auch schön im Netz. Oh, der Firetiger. Wo haben wir den? Da oben. Spin mit Firetiger 24 Gramm. Das sind wirklich spannende Zeiten. Man hat das Gefühl, nach der Krise sind alle so froh, endlich wieder angeln gehen zu können, endlich wieder ins Angelgeschäft gehen zu können. Ich bin mega, mega happy, wie viele Leute uns Fangfotos und Nachrichten schicken. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Es kann halt unter Umständen mal einen Tag länger dauern, bis ich einen Kommentar beantworte oder bis ich eine Nachricht lese. Ich lese aber alle Nachrichten. Ich habe natürlich auch meine Aufgaben im Geschäft, wie heute den Sonderfarbenverkauf statt. Markus! Jetzt könnten wir quasi die Bestellung platzieren. Also es dauert jetzt 3 Monate, die Angelrouten herzustellen. Dann ist es Juni, Juli, August. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war gerade Markus von Bullseye.
aus der Schweiz. Es wird ein richtiger sportlicher Tag, deswegen habe ich heute extra Sportschuhe angezogen, damit ich mich hier flott bewegen kann. Die Corona-Krise hat ihre Spuren hinterlassen. Ich habe locker 10 Kilo abgenommen. Wa? Aber das hole ich alles wieder, auf. Markus ist der Routenbauer aus der Schweiz, der die Angelrouten baut. Es wird 3 Angelrouten von uns geben. Eine Barschroute, eine Allround-Route und eine Zander-Hechtroute. Wir sprechen über die Angelroute nochmal separat. Da wird es noch den einen oder anderen Vlog dazu geben. Das muss ich euch ganz ausführlich erklären. Nächster Halt, Uli. Ganz leise jetzt. Ja? Uli telefoniert gerade. Müssen wir mal ganz kurz warten. Mir ist noch was eingefallen. Es gibt bei Facebook und bei Instagram die Seite SpinMat Germany und Lieblingsköder Fanpage. Das betreut unser Max. Das heißt, wenn ihr ein Fangfoto habt, ihr könnt das natürlich zu mir schicken, ihr könnt das aber auch an SpinMat Germany oder an die Lieblingsköder-Fanpage schicken. Da wählt Max jeden Tag das schönste Fangfoto aus, stellt das online und ja, es gibt dann jede Woche auch noch so eine Kleinigkeit zu gewinnen. Ciao! Na? Dürfen wir mal ganz kurz stören? Wie läuft's denn? Gut. Heute ist Montag. Kampfziel ist heute alles packen, alles rausschicken. Lieber einen Tag eher aufgrund der aktuellen Situation. Die Laufzeit bei Paketen kann momentan etwas länger sein als normal. Was müssen wir jetzt noch schaffen, bis die Post kommt? 38. 38 Grundausstattung müssen wir jetzt noch packen. Also richtig Action hier. Aber wir sind ja krisenerprobt. Wir haben ja gut trainiert. Das kriegen wir alles hin. Ab ins Lager. Moin! Chef! Gibt's Probleme? Kommst du mal bitte? Ja, ich hab dir mal meine Vorbereitung hier. Hallo? Du? Ja? Hi, Firma Lieblingsköder hier. Weiß nicht, hier ist gerade ein bisschen Verwirrung. Wir hatten letzte Woche Mittwoch angemeldet, dass wir heute viele Pakete haben. Das Problem ist, Olaf hat ja nicht so großes Auto, ist weg. Okay, wir verschicken das jetzt extra schon einen Tag eher, damit das pünktlich in den Angelgeschäften ist. Wie viele Pakete sind das etwa? 16 habe ich jetzt, 16 große. 16 sind drin, wie viele kommen jetzt noch? 50 und morgen auch ganz viele. Die sind große, oder was? Große Pakete. Ja. Ah, ich höre mich nochmal um. Ich melde mich nochmal. Super. Danke. Er hört sich nochmal um und hat gesagt, wir sollen das irgendwo anmelden. Erstmal können wir das Ding bis unter das Dach jetzt erstmal. Komm, Holter. Und was mache ich mit den anderen, die ich noch habe? Du fährst du vorbei. Nein, alles cool. Ich will mal alles hin. So, Angelschuh Potsdam. Ich habe die ganze Ecke jetzt hier erstmal gemacht. Super. Ja, ich mache immer erst eine Ecke und dann die nächste. Ja, ist richtig. Angelsport Dömel in Thale. Anglerfachmarkt Oldenburg. Gute Reise. Nein. Hab ich gerufen? Hoffentlich schicken die noch jemanden vorbei. Sonst wird das eine ganz knappe Kiste mit dem Verkaufsstart. Spannend auf den letzten Metern. So, wichtig ist, dass jetzt hier die Kleberolle auch mitmacht. Mensch, wir können alles laden. Ja? Ja. Geil. Super. Oh, Leute. Glück im Unglück. Wir kriegen alles raus. Ist das spannend. Wir müssen ja bloß wissen. Nächstes Paket. Angelsport Profi Hove. Angelcenter Heuer. Angelgeräte Zahnke. Waren an der Müritz. Da war ich zum Männertag. Von der Folge sind das jetzt hier die letzten zwei, ja. Da kommen noch 5 dazu. Oh, wie viele kommen von den Großen noch, Felix? 20. 20? Oh, es sind 20. Kann da jemand jetzt mal die Kisten einladen? Zoo und Angel Hermann Parchim. Stabil. Da könnten wir dieses Jahr mal hinfahren. Andreas Hermann, einen schönen Verkaufsstart wünsche ich dir. Nächstes Paket, Angelbach in Dillingen. Dieses Klebestreifen, das macht mich fertig. Felix, geht das nur mir so mit dem Klebestreifen oder geht das euch auch so? Da kann ich ja durchgucken. Oder fehlt da nur die Farbe? Da sind ja Löcher drin. Du hast damit keine Probleme? Dann liegt es am Anwender. Dieses Klebestreifen hasst mich. Köderwahnsinn in Berlin. Hoffi, vielen Dank. Angelspezi, Bad Staffelstein. Michel, schöne Grüße. Angelzentrum Köthen. Dirk, viele Grüße. Carinas. Tierparadies und Angelshop in Berlin. Angelwelt Nord in Hannstedt. Angelcenter Lüneburg. Fast fertig. Aschaffenburg ist dabei. Angelspezi Otterndorf ist dabei. Alle Angelschuss sind dabei. Askari ist dabei. 3:45. Ey, aber super, dass es noch geklappt hat. Morgen wieder so viele? Morgen wieder so viel. Echt jetzt? Das ist erstmal jetzt das letzte Paket. Dann ist von unserer Seite her jetzt alles pünktlich raus. Erstmal eine Runde durchatmen. Kleinen Kaffee trinken. Und die Nummer schreibe ich mir jetzt auf, damit es hier morgen keine Schwierigkeiten gibt. Und in Zukunft auch. Nimm dir noch eine Tüte Gummibärchen mit, Mensch. Nervennahrung. Wer so hart arbeitet, Reibungshitze. Unter Druck entstehen Diamanten.
hier die Gewinner der letzten Gewinnspiele. Block 8, Raschelmeier. Block 9, Flying Dutchman und der Jupp. Block 10, Simu, Alex M., Rudolf Heim, Lukas. Herzlichen Glückwunsch. Schickt mir bitte eure Adressen, damit die Post weiß, wo sie euer Paket abliefern darf.